Fahrsicherheitstraining, aber kein gewöhnliches. Die Teilnehmer sind nach einem Arbeitsunfall mobilitätseingeschränkt. Dennoch, auf ihr Auto müssen sie nicht verzichten. Nach einigen Anpassungen können sie normal am Straßenverkehr teilnehmen. Jan Brachwitz ist seit einem Arbeitsunfall vor 11 Jahren querschnittsgelähmt. Auch er war froh, als er sein erstes umgebautes Fahrzeug bekam. Weil es eine immense Freiheit wieder gibt. Gerade wenn man Rollstuhlfahrer ist, man hat schon das Problem, dass man nicht mal eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinkommt. Nicht so einfach. In seinem umgebauten Auto funktioniert Gas geben und Bremsen mit der Hand. Die Umstellung fiel ihm leicht. Nun möchte Jan Brachwitz auch auf Gefahrensituationen im Straßenverkehr noch besser vorbereitet sein. Hierfür bietet die Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektromedienerzeugnisse gemeinsam mit dem Autoclub Europa spezielle Fahrsicherheitstrainings an. Weil es unsere Aufgabe ist, Menschen, die einen Arbeitsunfall hatten oder eine Berufskrankheit erlitten haben, zu begleiten, sie wieder fit zu machen fürs Leben und ihnen auch zu ermöglichen, selbstbestimmt am Leben teilzunehmen. Dazu gehört einfach auch die Mobilität. Im Training lernen die Teilnehmer, wie das Auto bei schnellen Ausweichmanövern oder auf rutschigen Strecken reagiert. So wie in einem herkömmlichen Fahrtraining auch. Doch hier gibt es noch eine Reihe weiterer Lerninhalte. Auch mal aufzuzeigen, was gibt es heute für Hilfsmittel, wie hat sich das verändert? Passt das, was ich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren für mich identifiziert habe, für meine Schädigung, heute noch dazu? Gibt es Veränderungen und was kann ich anpassen? Ein weiterer Punkt, die Ladungssicherung. Gerade als Rollstuhlfahrer gilt es, notwendige Hilfsmittel richtig im Auto zu verstauen. Jan Brachwitz hat hier seinen Nachholbedarf erkannt. Dass ich meine eigene Ladungssicherung, gerade mit meinem persönlichen Rollstuhl, noch mal ganz klar überdenken muss. Wir haben es auch gemerkt, dass er hin und her fliegt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den ich mitnehmen werde und auch umsetzen muss, ganz klar. So ein Fahrsicherheitstraining, es ist für viele Teilnehmer eine Herausforderung. Dafür nehmen sich die Trainer dann auch viel Zeit. Dieses Training geht über 3 Tage, weil man einfach für verschiedene Stationen mehr Zeit braucht. Das ist eine besondere Anforderung der Menschen mit Behinderung, deshalb über einen etwas längeren Zeitraum. Daneben bleibt auch noch genügend Zeit für den Austausch untereinander